Probebetrieb für LNG-Spezialschiff. Wie sind die Reaktionen auf Rügen? NDR MV live. Ja, für die einen ist es ein Erfolg für die Gasversorgungssicherheit in Deutschland. Für die anderen ist es Politik gegen die Interessen der Bürger und der Natur. Der Probebetrieb für das LNG-Terminal in Mukran hat begonnen. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Am Wochenende erreichte das Regasifizierungsschiff Energos Power den Industriehafen Mukran auf Rügen und machte an einem speziell gebauten Liegeplatz fest. Sie ist das erste der beiden für das LNG-Terminal geplanten Schiffe. Und es hat auch bereits Flüssigerdgas aus Norwegen an Bord. Das wird noch nicht wieder in seinen gasförmigen Zustand umgewandelt. Das dauert noch. Aber grundsätzlich hat damit der Probebetrieb für das Terminal begonnen, wie der Betreiber die deutsche Regas mitteilte. Tja, die Reaktionen sind, wie zu erwarten, ziemlich gemischt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der lobte vor allen Dingen das Tempo der Fertigstellung. Dass innerhalb weniger Monate das Terminal errichtet und die nötigen Leitungen gelegt werden konnten, sei ein Beweis für das neue Deutschland-Tempo und sollte ein Vorbild für weitere Infrastrukturprojekte sein. Trotzdem soll Flüssigerdgas nur eine Zwischenlösung sein. Später soll durch die Röhren dann mal grüner Wasserstoff fließen. Und das sei dann eine echte Chance für das Energieland Mecklenburg-Vorpommern, so der Ostbeauftragte. Aber eben nicht alle sind begeistert, vor allem auf der Insel. Unsere Reporterin Lena Marie Walter ist vor Ort in Mukran. Lena Marie, was heißt jetzt eigentlich Probebetrieb genau? Ja, also die deutsche Regas hat mir erklärt, Probebetrieb ist eigentlich ein Oberbegriff, worunter viele kleinteilige Aufgaben fallen. Das hat jetzt am Samstag, als das Schiff angekommen ist, damit angefangen, eine Verbindung zwischen Land und Schiff herzustellen, Datenleitung zu legen, Anschlüsse zu testen oder auch Aggregate an Bord. Weitergehen würde es dann quasi mit dem Anschluss ans Gasfernleitungsnetz. Dafür fehlt es aber wohl noch an einer Genehmigung, beziehungsweise ob die mittlerweile vorliegt, konnte man uns noch nicht sagen. Auf jeden Fall sollte das bis Mitte der Woche geschehen, sodass dann auch die zusätzlichen Aggregate nicht mehr benötigt werden, denn die deutsche Regas hat Anwohner darauf hingewiesen, es kann laut werden. Das zusätzliche Aggregat muss diesen Druck regulieren, was später dann mit dem Anschluss an die Leitung übernommen werden würde. Eine Frau, die wir hier getroffen haben, hat uns auch erzählt, dass sie heute Morgen fast aus dem Bett gefallen ist vor Lärm, weil eben um 6 oder um 7 Uhr das Ganze lautstark zu hören war. Und auch wir haben es hier heute vor Ort deutlich wahrnehmen können. Tja, im Gegensatz zu dem Ostbeauftragten, der begeistert ist, sind doch die Kritiker in der Mehrzahl auf der Insel. Was sagen die denn genau? Ja, unter anderem gehört ja zu den Kritikern der Bürgermeister von Binz. Man muss sich vorstellen, Binz liegt schräg gegenüber vom Industriehafen. Wenn man also dort am Strand steht, kann man das ganz gut sehen und wohl auch hören, sagt er. Und er befürchtet natürlich, dass der Tourismus darunter leiden könnte und sagt, dass er weiterhin dagegen juristisch vorgehen wird, wie sie es bislang auch gegen sämtliche Genehmigungen, die erteilt worden sind, getan haben. Er möchte weitermachen, da seien sich die Gemeindevertreter einig, die Einwohner seien sich einig. Und wir haben auch mit der Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen gesprochen, die ja auf sämtlichen Bürgerforen und auch öffentlichen Veranstaltungen immer da war, immer mit Plakaten und lauten Stimmen auf sich aufmerksam gemacht haben. Die sagt, bei uns stehen die Telefone eigentlich gar nicht mehr still. Anwohner oder Rüganer würden anrufen und quasi danach fragen, wann es denn weitergehe, denn viele wollen protestieren und verhindern, dass das Ganze hier weiter an Gestalt nimmt. Ja, ein Streitpunkt ist ja auch, ob es wirklich eine Gasmangellage gibt. Im Moment sind die Gasspeicher voll und deshalb sagen die Kritiker, die ist gar nicht in Aussicht, diese Gasmangellage. Die Bundesregierung sieht das etwas anders. Wir haben da beim Bundeswirtschaftsministerium heute angefragt und folgende Antwort bekommen. Die Infrastruktur, die sei so gewählt, dass sie für unterschiedliche Risiko- und Versorgungsszenarien ausgelegt ist. Bei andauernden kalten Temperaturen im Winter würden sich die Gasspeicher rasch wieder entleeren. Zudem könnten die Importmengen von Erdgas aus Norwegen aufgrund von Leitungskapazitäten nicht weiter erhöht werden. Und auch Anschläge auf Infrastrukturen könnten eben nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sei LNG weiter notwendig. Lena Marie, wie geht's denn jetzt weiter im Ukraine?
Ja, wie gesagt, der nächste Schritt wäre eigentlich, sobald die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, das Schiff anzuschließen und dementsprechend auch testweise Flüssigerdgas umzuwandeln und einzuspeisen. Von der Gascade, also dem Gasnetzbetreiber, heißt es, dass die Pipeline, die rüber nach Lubmin führt, zumindest soweit bereit und fertiggestellt ist, dass Gas durchgeleitet werden kann. Und dann steht ja auch noch drüben in Lubmin die Neptun, also das zweite Regasifizierungsschiff, das hier vorgesehen ist. Die soll auch noch im Frühjahr wieder hierher geholt werden. Die soll umgerüstet werden und spätestens im Sommer in Betrieb gehen. Dann stehen hier also zwei Regasifizierungsschiffe und das LNG-Terminal wäre vollständig. Dann ist eben nur noch die Frage, ob das zuständige Amt die tatsächliche Genehmigung, also nicht die zum Probebetrieb, sondern zum eigentlichen Betrieb auch ausstellt. Tja, die Landesregierung hat uns gegenüber heute große Zurückhaltung gezeigt, was alle Aussagen zu dem Terminal und zu dem Probebetrieb angeht. Vielen Dank für die Infos, Lina Marie Walter nach Rügen. Der Streit auf der Insel wird weitergehen. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Das war's für jetzt. Ich sag tschüss.